Willkommen Leute zu einem neuen Video. Heute mal dieses wunderschöne Sponsorpaket von Dennis Pyro. So, und dann packen wir es auch mal sofort aus. Ich bin schon richtig gespannt, was drin ist. Das mal aufkriegen. Könnte auch mal jemand ein Tutorial machen. Wie öffne ich ein Paket? Das könnte ich ganz gut gebrauchen. Ich glaube, ich spule mal vor an der Stelle. So, dann haben wir es auf. Kommt mir schon mal ein wunderschöner Zettel entgegen. Tja, Dennis Pyro muss halt seine Hashtag-Bananen-Army mit Waffen versorgen. Viel Spaß, Lenny Lime. Alles klar. Ja, hier kommt schon mal wieder sein wunderbarer Humor raus. Alter. Oh Gott, ist ja schon mal richtig geil. Und hier, ja, Papier von Beko-Feuerwerk müsste es sein. Genau, hier, Papier von Beko. Nein, Spaß beiseite. Natürlich schön verpackt. Oha. Oha. Alter. Das ist einiges. Alter. Krass. Also fangen wir erstmal hier an. Ein Zwergenaufstand von Führerordnung. Sehr schöner Klasse 1 Vulkan. Alter, wie das ist extremst viel. Machen wir mal hier gleich mit dem. Hier, Visitenkarten, Leute. Ein paar schöne Visitenkarten. Hier, Dennis Pyro 1,2K. Yeah! Steht auf der Bezelle noch was? Mehr? Ja, hier, Dennis Pyro, paar Böller. Meine Visitenkarten, auch wenn sie Two Pure Freaks gehört. Ah. Steht noch was Schönes. Fürchtet euch vor Slapix 84, denn er ist in der Bananen-Army. Mit. Alter, das ist das geilste Unboxing ever. Super Special. Super Special Card of Specialness. Alter, Dennis Pyro, Hashtag Bananen-Army. Hier, nochmal. Dennis Pyro, yeah. Dennis Pyro, wie kann man sich nur so hart gönnen? Dennis Pyro, bang, bang. Alter. Also vielen Dank für diese geilen Visitenkarten. Das sind die geilsten Visitenkarten, die ich je in der Hand gehabt habe. Bitte. Gott, so geil, ey. gut, machen wir mal weiter hier. Flash von Leslie. Flash. Alter, das ist echt eine Menge. Zwei Päckchen Keller China Bella D haben wir hier. Sehr schön. Keller China Bella D hatte ich noch nie. Sehr geil zum Testen. Alter. Drei Päckchen Pyro Cracker von Keller. Ich glaube, ich habe noch überhaupt keine Böller von Keller. Will ich mir jetzt einfach hier Pyro Cracker von Keller. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht zu laut gehört. Da kam ein Traktor vorbei. Kobalt-Bombetten von Nico. Hier ein XXL Magic Spinball von Panda. Alter, es sind so viele Artikel.
hier die normalen Magic Spin Balls. Distraction Flare von Leslie. Flare Grenade. Auch von Leslie. Gleich mal ein paar. Jetzt noch eine. Und noch eine. Hier Geistertanz von Hyreart. Drehrumbum. Auch von Pyroart. Hier noch gleich eine Pirouette von Veko. Hier diese, ja, wenn ich jetzt wüsste, wie die heißen, sind jedenfalls von Leslie. Das sind so eine Crackling Schnüre, sag ich jetzt einfach mal. Sehr geil. Also Großteil der Artikel hatte ich noch nie vorher in meinen Händen. Hier diese Luftpfeifer von Leslie. Wir sehen uns gleich wieder. Ich mach kurz das Fenster zu. So, weiter geht's, würde ich mal sagen. Hier zwei kleine Pfeifraketen von Veko. Hier ist die zweite. Die Space Travel. Genau. Space Travel, zwei Stück. Dann Spinny von Xplode. Von Xplode hatte ich noch nie was. Bodenwirbel. Okay. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Feuerkreisel von Panda. Also echt, den Großteil der Artikel hatte ich noch nie. Ja. Da steht wieder ein schöner Spruch drauf. Für den kleinen Lennart. 50 Stück Knallerbsen vom Keller. Mit dem alten Keller-Logo. Sehr schön, also. Eine kleine Rarität. Ja, sogar noch VPI-Logo. Und hier noch eine Überraschung. Im Prinzip war zwar alles eine Überraschung, aber gut. Hier noch eine Überraschung. Yo! Inhalt. Okay. Lese ich das mal schnell vor. Starkist von Feistel, drei Feuerkreise von Feistel, Firing von Xplode, Feentanz von Pyroart und dreimal na Tanz. Keine Ahnung welche. Marke. XD. Jo. Sind die Artikel? Jetzt schönes. Ja, Starkids und Feistel. Sehr schön. In lila. Oh, hier schön mit grauer Lunte. Oh, ist das geil, graue Lunte. Ach hier, das wird das von Xplode sein. Alter. Was soll man dazu sagen? Oh, oh. Ich kann noch was sagen. Hier ist noch eine Space Travel und ein Luftboiler. Jetzt ist der Karton auch leer. Jetzt schon mal vielen Dank für dieses unglaublich geile Sponsorpaket. Das sind echt eine Menge Artikel. Damit habe ich echt nie gerechnet. Echt vielen Dank an dich dafür. Dem Dennis Pyro. Ja, wir sehen uns gleich nochmal in einer Gesamtübersicht und das ist heftig. Du kriegst auch noch was von mir. Definitiv. Du bekommst auch noch was von mir. Oh shit, jetzt habe ich was gesagt, was ich nicht hätte sagen dürfen. Oh Gott, jetzt muss ich ihm was schicken. Oh shit. Naja, egal. Wir sehen uns gleich nochmal in einer wunderschönen Gesamtübersicht.
motherfucker.